So darf ich jetzt ganz, ganz herzlich in unserer Mitte begrüßen unsere erfolgreichste Skispringerin aller Zeiten, unsere Olympiasiegerin, unsere fünffache Weltmeisterin, jetzt auch Weltmeisterin im Teamwettbewerb im Seefeld, unsere Mitbürgerin Carina Vogt, den ganz, ganz donnernden Applaus. Carina, du siehst heute lauter strahlende Gesichter. Deine Heimatgemeinde feiert dich, die Stadt Schwäbisch Gmünd feiert dich, der Ostalbkreis feiert dich. Das fühlt sich doch an wie ein zweiter Olympiasieg. Ja, unsere Carina ist eine Vorzeigeathletin, ist eine Mutmacherin. Sie geht immer voran und man muss sich das einfach einmal auf der Zunge vergehen lassen, was die Carina jetzt über 5 Jahre im Leistungssport, eigentlich ein bisschen länger, aber ich sage mal in den letzten 5 Jahren, wo sich die ganz großen Erfolge mit eingestellt hat, was die Carina erreicht hat. Sie hat eigentlich alles im Leben erreicht, was eine Sportlerin erreichen kann, und dennoch ist sie immer höchst motiviert. Es ist einfach auch das Menschliche, das Sympathische, das Bodenständige, das Zurückhaltende. Ja, sie ist da im besten Sinne ein echter Schwäbin, eine echte schwäbische Tüftlerin im Skisport. Und Carina, das macht dich einfach so sympathisch, auch so erfolgreich. Und das schätzen wir alle an dir. Und wir sind froh und glücklich, dass wir dich haben. Du bist eigentlich das sportliche Aushängeschild weit über die Region hinaus. Die Vorzeigeathletin, die Sympathie. Und dafür sind wir dir ganz, ganz herzlich dankbar. In allen Kanälen, in allen Medien hört man immer wieder, der SCD gefällt als ganz, ganz kleine Gemeinde. Ich glaube auch eine ganz, ganz große Ehre. Und hin und wieder kommt Waldstätter vor und das ist auch gut. Und ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen keine Verletzung. Im Jahr 2019 und 2020 eine gute Stimmung im Team, und wir freuen uns auf all die Wettbewerbe, nicht nur die ganz großen, auf alle Wettbewerbe in der nächsten Wintersportsaison. Alles Gute und ein herzliches Glück auf. Vielen Dank, lieber Herr Landrat. Deshalb, liebe Carina, ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute. Bleib bitte gesund, bleib uns so erhalten als unser Aushängeschild beim SCD gefällt. Und menschlich muss ich nichts dazu sagen. Danke einfach, alles Gute. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn es nicht ganz so lang wird wie bei euch. Natürlich möchte ich mich auch erstmal bedanken, gestern Abend schon bei meinem Verein. War wieder cool, in der Runde zu sein und in der Halle, wo eigentlich alles angefangen hat. Und jetzt auch mit der Anna Ruprecht. Also es war schon was Besonderes, von 5 Startplätzen 2 von Degenfeld zu haben. Und von dem her war das gestern Abend schon mal ein toller Willkommensgruß daheim. Und jetzt heute wieder hier möchte ich mich auch bei euch alle bedanken, dass wir auch nach der, sagen wir mal, vergangenen Zeit schon trotzdem hier erschienen seid und mit mir die Goldmedaille feiert. Natürlich bei euch rein für die netten Worte. Und natürlich, also ich habe mir eigentlich schon vorgenommen, von den 2 Titeln, die es zu verteidigen gab, zumindest einen zu verteidigen. Dass es im Einzel extrem schwierig werden wird, das war klar, aber dass ich vielleicht im Mixteam den Sprung noch reinschafft, das hätte ich mir eigentlich schon, was heißt zutraut, aber hätte es eigentlich von mir schon auch erwartet. Und es sah eigentlich in der Saison ganz gut aus, so im Januar, Februar. Und wir haben gedacht, es läuft alles, weil ich es dann über die Wettkämpfe mehr oder weniger geschafft habe, mich in die Form zu bringen. Was dann letztendlich der ausschlaggebende Grund war bei der WM, warum es überhaupt nicht funktioniert hat. Keine Ahnung, ich bin davor auf der Schanze richtig gut gesprungen und habe mich auch richtig drauf gefreut und war mir auch sicher, dass cool wird. Ist natürlich jetzt auch geworden mit dem Teamwettkampf, also das darf man auch nicht vergessen, dass es trotzdem wieder Goldmedaille rausgesprungen ist. Und jetzt
nächstes Jahr kann ich euch beruhigen, braucht ihr keinen Empfang machen, das ist kein großes Ereignis. Nur Weltcup-Serien wird es ein bisschen entspannter für uns alle, beziehungsweise jetzt haben sie ja unseren Weltcup-Kalender zum Glück aufgebessert und sind wir da wieder einen Schritt vorankommen mit der Sportart an sich. Also für euch Mädels, es lohnt sich irgendwann wirklich Skispringerin zu sein. Und ja, von dem her habe ich die Ziele eigentlich auch erreicht, dass ich das Frauen-Skispringen weiter voranbringen will. Da bin ich jetzt schon ein bisschen stolz drauf, dass es so funktioniert. Und dann hoffe ich einfach, dass wir uns 2021 bei der Heim-WM wieder hier irgendwo und in Gmünd und in Degefeld und wo auch immer wieder sind. Und Garda schauen wir mal auch nochmal, das sind meistens die gute Jahre, gell? Ja. Nee, vielen Dank, dass ihr alle da seid und bis bald. Ja, Karina, vielen herzlichen Dank für deine herzlichen Worte, die an uns auch alle gerichtet hast. In 2 Jahren ist die nächste WM, in 3 Jahren sind die nächsten Olympischen Spiele. Karina, wie bereitet man sich da vor, beziehungsweise was ist dann der Saisonhöhepunkt für das nächste Jahr, für dich persönlich? Es macht schon was mit einem, wenn man weiß, es steht wieder WM oder Olympia vor der Tür und es ist nach außen hin, ja, ich weiß, jetzt sieht es immer einfach aus, aber es stresst innerlich schon enorm und von dem her freue ich mich jetzt auf eine Saison, wo ich einfach Skispringen kann und wieder das machen kann, was mir Spaß macht, ohne irgendwelche Erwartungen oder Druck und ja. Prima. Letzte Frage, Karina. Du hast gesagt, Urlaub, das ist richtig. Wo magst du Urlaub? Waldstätter Freibad oder auf der Rennbahn aber schauen? Ja, ich habe mal beides, also in beide Ortschaften Hotel bucht, die konnten mir nicht entscheiden. Also. Toll, danke dir, Karina. Ja, wir haben jetzt noch einen schönen Eintrag. Da unterzeichnet die Karina das Goldene Buch der Gemeinde Waldstätter. Da steht, Empfang für unsere Skisprung-Weltmeisterin im Teamwettbewerb Karina Vogt am 6. April 2019 in ihrer Heimatgemeinde Waldstätten. Die Gemeinde Waldstätten und ihre Bürgerschaft gratulieren ihrer Ausnahmesportlerin Karina Vogt zur Weltmeisterschaft im Teamwettbewerb im Damen-Skisprung am 27. Februar 2019 bei der Weltmeisterschaft in Seefeld, Österreich. Und da unterzeichnet jetzt die Karina unser Landrat, der Joachim Bläse und meine Wenigkeit und die Karina werden anschließend für unsere Kinder auch bereit, hier am Tisch Autogramme zu schreiben, also bleibt noch kurz mit da. Sie teilt dann hier Autogrammkarte aus und da dürft ihr euch dann schon gleich hier anstellen. Vielen Dank für euren und ihr Kommen, war eine ganz tolle, ganz sympathische Geste Ihrer Heimatgemeinde. Dankeschön und jetzt können wir ins Wochenende starten. Alles Liebe und Gute euch zusammen. Thank you.